Betriebsräte sind heute einer Vielzahl von Problemen ausgesetzt. Eines davon ist Union Busting, die systematische Bekämpfung von Betriebsratsarbeit. Betriebsräte zu wählen ist absolut demokratisch, ist ein Grundrecht. Betriebsräte zu verhindern ist demzufolge undemokratisch und muss bestraft werden. Union Busting gegen gewählte Arbeitnehmervertreter, das muss verhindert werden. Die Ausweitung von gewerkschafts- und betriebsratsfreien Zonen ist eine miese Arbeitgeberstrategie, der wir dringend etwas entgegensetzen müssen. Die Ausweitung betrieblicher Mitbestimmung ist auch deshalb dringend notwendig. Dafür kämpft die Linke. Betriebsräte können besser geschützt werden, indem der gesetzliche Schutz ausgeweitet wird. Und nicht nur Betriebsräte, sondern auch Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben geschützt werden, die planen, einen Betriebsrat zu gründen, also die Wahlvorstandsmitglieder. Es sollte stärkere Gesetze bei Betriebsratsbashing geben. Gehaltskürzung bei Betriebsratarbeit geht absolut gar nicht. Und straffällig gewordene Arbeitgeber sollten einen Eintrag ins Gewerbezentralregister bekommen, damit die Transparenz hergestellt ist, die wir hier brauchen. Weiter sollte es für Betriebsräte sehr viel einfacher sein, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Mittlerweile ist es so, dass wir jedes Seminar einklagen müssen. Und das kann es nicht sein. Dadurch wird unsere Arbeit als Betriebsrat wahnsinnig erschwert und das ist nicht der Sinn des Gesetzes. Die Ausweitung von Mitbestimmungsrechten ist zwingend notwendig, denn Betriebsräte können bisher in zentralen Fragen zu Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorganisation nicht mitreden. In der Praxis fehlen den Betriebsräten zwingende Mitbestimmungsrechte in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Nokia oder die Kollegen von Opel in Bochum, bei dem die Gewerkschaften und die Betriebsräte erst beteiligt wurden, als der Karren schon vor die Wand gefahren war. Hier wäre es gut gewesen, wenn Betriebsräte früher Einfluss genommen hätten auf die wirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens. Weil die Beschäftigten am besten wissen, wie ihre Arbeit zu gestalten ist, müssen sie auch selbst mitbestimmen können. Deswegen muss Arbeit demokratisiert werden. Die Rechte von einzelnen Beschäftigten im Betrieb können unter anderem dadurch gestärkt werden, dass es eine stärkere beteiligungsorientierte Betriebsratspolitik gibt. Dafür muss der gesetzliche Rahmen erweitert werden. Dafür müssen mehr Freistellungsmöglichkeiten für Betriebsratsmitglieder her und es muss einen größeren Schutz geben für die einzelnen Beschäftigten, aktiv in der Gestaltung der Betriebspolitik mitzuwirken. Wir wollen erreichen, dass die Beschäftigten nicht nur zusehen müssen, was mit ihnen passiert, sondern sich selber für ihre Interessen engagieren können.